Oh, hi! Hi! Ich hab kein Dings, ich hab kein Speer. Hä, der glitscht? Was macht der denn? Der hängt. Da war ein Haiköder. Wieso war da ein Haiköder? Hast du den geworfen aus Versehen? Nee! Ich dachte, ich krieg ihn. Was war das? Da liegt Haiköder. Ja. Hä? Hast du den geworfen? Nein. Jetzt hängt er da dran. Lass ihn da hängen. Vielleicht werden wir ihn so los. Wo kommt der her? Der Haiköder. Hä? Ist das nicht? Können Haiköder da existieren? Nee, macht ja gar keinen Sinn. Wäre ja Quatsch. Das würde ja heißen, es gibt andere Menschen auf dem Meer. Das wäre Quatsch. Ein herzerfrischendes Moin und herzlich willkommen zurück zu Raft. An diesem schönen, wunderbaren, wann kommt die Folge? Sonntag. Kommt die wirklich Sonntag? Ja. Bist du sicher? Hab die anderen Folgen hochgeladen, deswegen weiß ich, dass Sonntag ist. Ich hab die anderen auch schon hochgeladen, aber ich weiß es nicht. Heute kam eine, dann kommt Mittwoch und Freitag und dann Sonntag. Okay. Ich hab Glibber. Konntest dir so imponieren. Haben wir noch Metall? Barren, Metall. Ich muss erstmal was finden, oder? Haben wir. Ich mache jetzt einfach mal. Nochmal zwei neue. Maduma. Ich mach mal nochmal neue. Mama. Ich muss mir noch einen Speer craften. So, bevor der Goro dann diese Woche an seine Strandreise geht. So, als wäre ich dann weg. Ja, wer weiß, vielleicht gefällt dir das da so gut. Wirst du Deutschlehrer in Mailand? Da macht Tüss gar nicht mit. Vielleicht auch doch. Endlich ist er weg, ey. Endlich ist er weg. James, komm, wir gehen. Warum sind wir denn heute wieder so schief unterwegs? Weil wir uns letztes Mal gedreht haben. Aber so doll? Ja, ziemlich doll so. Aber bis heute nicht mitgekriegt, wie man das richtig dreht. Gibt ja auch keine Möglichkeit, außer so bestimmt so Motoren oder so. Motoren. Oder Vibratoren. Ich sag ja, Kopf in Wasser und blubbern. Dann drehen wir uns. Genau. Ich brauche erstmal hier meine Axt. Wir haben erst 15 Tage überlebt. Kommen wir auch viel länger vor. Aber wir schlafen noch nicht. Ich hab das Spiel durchgespielt in 5 Tagen. Schickel, die Kartoffeln, die hier liegen, sehen aus, als ob die schon keimen würden und so gammeln. Das kann auch sein. Wenn man sie gut genug abkocht, ist wieder gut. Keimende Kartoffeln sind tatsächlich nicht so gut zum Essen. Ich weiß. Kannst du derbe Probleme bekommen. Auch grüne Kartoffeln sind nicht gut. Das ist hauptsächlich das, dass die dann meistens auch grün sind, wenn die gekeimt genau sind. Und da ist irgendwie so ein Stoff drin, der kann dich voll umbringen, ne? Ja, da musst du schon. Musst schon ein paar Kilo essen, so, ne? Aber. Da musst du schon einiges zu dir nehmen, aber. Einen Dünnpfiff kriegst du einen guten. Einen flotten Otto, meinst du? Einen flotten Otto und vielleicht auch obenrum kommt auch einiges raus. Kann sein. Aber. Generell ist das so, wenn die nicht grün Hi. Sind. Hi! Ich dachte, der hatte da sein. Oh! Ist er tot? Er ist down for the count, Alter. Nice. Oh, diesen Haikopf, ne? Ich weiß auch nicht, warum man jedes Mal einen Haikopf bekommt. Ich hab meinen jetzt einfach gedroppt. Ne! Kann ich das Schiff anschieben dann? Nee, es geht nicht. Setz mal den Anker. Okay, hast du gemacht. Wie tief ist es hier? Aber da habe ich nicht die Sauerstoffflasche? Hattest du mal? Aber will ich die jetzt dafür verwenden? Weiß nicht. Und wenn ja, wo ist sie? Hier ist sie. Mann, wir haben Glibber mittlerweile. Wie war denn das? Achso, jetzt weiß ich ja, warum du das machst, weil der Hai halt tot ist.
denkst du dir halt gerade, YOLO. Also ich bin jetzt da, wo der Anker ist. Bin jetzt unterm Anker, das kann gar nicht sein. Kann man so tief tauchen? Ja, mit der Sauerstoffflasche, ja. Krass. Hoch ist jetzt aber auch. Ah, es geht noch, ein bisschen hätte ich noch gehabt. Okay, krass. So, ich habe mal alles repariert hier rum. Nice. Ich lichte mal den Anker und dann fahren wir weiter. Dieser Anker ist schon praktisch. Der Anker ist super. Sobba ist da. Sobba. Sobba. Ja, Nefi Schneefi, ne? Wie geht's? Was hast du so am Wochenende getrieben? Nix. Wie war heute Arbeit? Entspannt. Sturm Sabine hat dafür gesorgt, dass es sehr ruhig war. Ach ja, es war ja krasser Sturm. Achso, die Medien haben es wieder schlimmer gemacht, als es war. Was so ein krasser Sturm eigentlich? Also gestern hat sie ein bisschen gepfiffen und gejault und so, aber so schlimm war der jetzt nicht. Ja, bei uns auch. Also, war nicht so mega schlimm, aber ein bisschen. Bisschen war es schon. Man hat's gemerkt, sagen wir es so. Ja. Hast du oben hier die Dinger gemacht? Nee. Was denn? Du neue Sachen in die. In die Schmelzen gemacht hast, hast du aber nicht. Nee. Da habe ich jetzt mal Sand reingemacht. Die Frage ist halt, was machen wir als nächstes? Ich erweitere gerade ein bisschen. Du erweiterst gerade. Ja, aber keine Planken mehr jetzt. Okay. Die Frage wäre halt. Wir müssen vielleicht noch hin. Unser Schiff ist unförmig geworden. Ja, ist es auch. Und rechts ist irgendwie anders als links. Ja, das weiß ich. Das ist... wir müssen vielleicht noch eine Lage hinten dran machen, damit der Anker nicht zerbissen wird. Dann wird das Schiff aber so heftig groß, ne? Ja, aber ist das... Ja gut, das ist halt nur doof, wenn wir an Inseln vorbeifahren, ne? Ja, hauptsächlich das. Kann man eigentlich... Oh, verdammt. Auf den Baum. Nee, aber den können wir fällen, da passiert eh nichts mehr. Aber können wir denn neuen... haben wir noch Samen für neun? Nö. Und, was hast du gekriegt? 2 Kokosnüsse. Ganz viele Planken und ganz viel Palmenblatt. Planken und Palmen ist so geil. Kann ich hier eine Kokosnuss pflanzen? Wird die Kokosnuss, wird die Kokosnuss, wird kann die Kokosnuss ich geklaut. Ah, hier hätte ich noch einen Lachs. Glas haben wir. So. Ja, gerade ist so ein bisschen warten darauf, dass mal eine geile Insel kommt. Was können wir denn noch so bauen jetzt? Was bauen wir denn so? Ja, das ist ja die Frage. Das nächste... Das ist natürlich die Funkstation. Die Funkstation. Die Antenne und Empfänger brauchen wir da, ne? Ja. Würde heißen, wir brauchen Planken, 2 Leiterplatten und ein Scharnier. Das ist ja machbar. Das ist im Bereich des Möglichen, da hast du recht. Dann können wir ja mal Planken, Leiterplatten. Einer hast du schon gebaut, hast du mal gesagt. Die habe ich aber erforscht. Okay, dann brauchen wir 2 Leiterplatten. Dafür brauchen wir 2 Kupferbarren. Warte, das ist machbar. Das ist möglich. Wir haben nämlich 20 Kupfer, aber ich habe gerade Metall reingeworfen hier in die Schmelze. Das ist natürlich unlucky. Ja, das ist ja auch irgendwann weg. So. Nee, du hast Metall reingemacht. Ja, Metall meine ich ja. Achso. Hatte ich schon reingemacht. Vorhin. Damit wir... Ich hatte den übelsten Lag des Todes, Alter. Das ist ungefähr zeitgleich geworfen wie ich. Das war lustig. Wenn wir jetzt mal angenommen, wir kriegen eine Insel. Wäre jetzt auch nicht schlecht, eine Insel noch, ne? Nö, nur eine Insel ist immer gut. Das ist immer extra Material. Oh, hier, dein Metall ist fertig. Nice, warte, ich tue Kupfer rein. Hast du Kupfer dabei? Mhm. Sehr gut. So. Planken reingemacht. Kommen noch Fässerchen, kommen da noch. Oh, mein Anker, mein Hook. Da kommt eine Insel. In der Strömung. Müssen wir vorbei voll in oder? Der drin. Wir sind, ja, weiß ich nicht. Guck, siehst du sie?
Gerade mache ich hier Wasser. Weiß ich gleich was. Fahren wir denn... Wir fahren nur schief in der Strömung, ne? Mm, wir sind schief. Ja, wir fahren voll auf die Insel zu. Wir fahren volle Insel. Aber volle Ulle. Wir können es nutzen, um uns zu drehen. Wir müssen. Aber dann kommen wir nicht weg. Ja, aber wir können ja nach rechts fahren. Du musst dir mal vorstellen, wir fahren. Das Zeug treibt ja nicht im Wasser, das liegt im Wasser. Wir fahren ja immer in die Richtung, wo es treibt, ne? Habe ich ja richtig verstanden. So, wenn wir jetzt nach links fahren und mit der rechten Ecke des Schiffs uns drehen, meinst du, das kriegen wir hin? Wir müssen mit unserer rechten Seite links gegen die Insel ticken. Dann drehen wir uns ja. Möchtest du das versuchen, weil mit den Lecks ist das keine Ahnung, wie das geht. Also du musst das mit dem Segel machen, weil ich kann das nicht richtig steuern. Ah, so. Okay. Ich mal das fast gekriegt. Ah, jetzt dann doch. Man sieht halt nichts. Brauchen sie ein transparentes Segel. Ist ja Palmenblatt. Uns eigentlich auch so ein Lenkrad bauen. Später kannst du das, glaube ich. Was ist da oben auf der Insel? Das sieht aus wie ein Fluggerät. Siehst du links oben? Was ist da? Ja, weiß es nicht. Sieht aus wie so ein Vogelnest. Ach nein, nicht das Buch öffnen. Drehen. Sonnefi, Schneefi, bist du... Ich drehe schon nach links. Bist du on the road again, oder? Ich bin am... Wie doll drehst du nach links? Ziemlich. Also ich fahre gerade ein bisschen dran vorbei. Also, sag mal, wie ich fahren muss. Ja, noch weiter an die Insel ran. Okay. Ja, du hast ja. Hatten wir es auch da. Du musst weiter drehen. Dollar. Ja, Dollar nach rechts. Jetzt fahren wir an der Insel vorbei. Sehr gut. Hier hinten kommen wir jetzt voll dagegen, ne? Ja. Das ist aber auch gut. Ja. Oh. Anker? Ich kann Anker? Nicht. Anker? Und Hai, ich bin am Verdursten. Hai habe ich gemacht, Anker ist raus. Hopp. Verdurste gerade, warte. Ich bin auf der Insel, ich muss meine Taschen noch leer machen. Oh Gott. Das war gerade zu viel auf einmal hier. Das war ganz gut. Wir haben uns gedreht auf jeden Fall. Ja, auch hoffentlich. Hoffentlich haben wir uns halt auch vernünftig gedreht. Das ist halt mehr. Wir haben uns ein gutes Stück gedreht. Aber wir können perfekt auf die Insel hüpfen. Wie gut ist das denn? Ja, das ist nice. Okay, warte, ich mach meine Kisten, mein Inventar im Lärm. Wir haben voll dran geparkt. Voll gut. Ich muss auch meine Sachen leer machen. Ja, wo haben wir Naturkram? Ach, keine Ahnung. Alles ist schon wieder voll hier. Also ich habe hier schon ein bisschen Ordnung muss ja schon sein. Ein bisschen Ordnung muss sein. Oh, sollen wir erstmal schlafen? Komm, wir schlafen erstmal. Ja, warte. Und dann können wir vielleicht auch nochmal tauchen. Können wir vielleicht noch ein Bait machen und so? Ich muss erstmal mein Inventar leeren hier. Zack. Und oben noch Metall. Muss ja eh hoch. Dann kommt der Rest. Von ganz allein. Ja, wir wohnen jetzt hier, oder? Ist auch ganz schön. Der Igel wohnt jetzt hier. So. So, ich habe mich erstmal voll getrunken. Ich werde mich jetzt erstmal voll futtern. Warte. Guten Barsch reingepfiffen. Einen dicken Barsch, Alter. So, vollgetrunken ist er auch. Vollgemacht ist auch wieder. Kartoffeln am besten nicht braten, die sind effektiver, wenn wir die im... Wir haben richtig viele Kartoffeln hier noch. Wir haben noch 31. Ist aber besser, wenn wir die im Topf machen. Kriegen wir mehr von. So, hier sind Melons, die nehme ich mal mit. Zack. Ich fäll mal einen Baum. Mach du mal die Bäumchen. Vielleicht kriegen wir Seeds. Ja, ich habe Palmsamen. Das ist richtig effektiv. Bäume fällen. Weiß halt nicht, die Blumen, ne? Brauchen wir die für irgendwas? Nee, ne? Kannst da Farbe draus machen, glaube ich.
Die komme ich hoch. Kriegst ein Achievement für. Jetzt ab. Bitte. Schwarze Blume. Ich dachte gerade, was ist das denn da hinten für ein Eingeborener und das warst du. Hier gibt's einen Mangobaum, wenn du den fällst hier. Ja, mach ich gleich. Ich muss mir erstmal eine Axt machen wieder. Meine ist gerade kaputt. Ja, ich habe noch keine gemacht. Das ist richtig nice, dass man hier so rüberhüpfen kann. Ja, das ist chillig auch. Wir haben aber auch keinen Korallenriff großartig, glaube ich. Doch, das ist weiter vorne, so wie ich das gesehen habe. Hatte ich nicht Seile? Hatte ich doch hier im. Aber direkt an der Insel ist es nicht? Nee, das ist ein Stück weiter weg. Da, wo wir erst geparkt haben, da vorne. Mhm. Oder? Ja, muss. Da hinten ist so eine Zunge, da kann man lang. Meine, da war hier das. Hinten. Kannst du mal gucken, ob du einen Haiköder machen kannst? Achso, ja, natürlich. Ich habe nur gelernt. Man braucht nur Barge. Warte mal. Oh, die See wird rau. Haiköder. Ah, ne, Brassen, nicht Barsche. Okay. Hier müssen wir erstmal angeln. Haben wir eine Angel? Ich hab eine Angel. Gott. Hä, wieso kann ich denn da nicht hoch? Achso. Okay, jetzt habe ich alle Bäume hier auf der Insel gefällt. Sehr gut. Geht's falsch. Ist ein bisschen wie Echo. Wir zerstören das Ökosystem. Hier vorne hat der Hai was weggeknabbert. Wo ist unsere Plastikkiste? Wir müssen die mal beschriften. But a plastic. It's fantastic. You can touch my hair. It must be everywhere. Yeah. Was wollen wir haben? Eine Palme oder einen Mangobaum? Boah, ein Mangobaum klingt geiler. Imagination. Geil wäre, wenn man die Mangos dann davon wegpflücken könnte. Also wenn der Baum für immer. Oh, das wäre gut. Würde. Das wäre echt nice. Life is es gibt great. Mittlerweile richtig krasse Mods für Stardew Valley übrigens, ne? Stimmt, ja. Das ist krass geworden, Stardew Valley. Oh, hi! Hi! Hat abgebissen, die Sau. Die Sau! Wo ist er? Dumme Sau. Ich hab über dir mal wieder zugemacht. Ich hab einen hab ich mitgegeben. Komm an der Insel, kriegst du wieder dicke Eier, der Goro. Ich hab nur noch halbes Leben. So viel dazu. Come on, Barbie, let's go party. Wow, wow. Aber wie ist denn so der Plan dann hier für euch auf hier nach Mailand? Da hinfahren und dann? Habt ihr Hotel? Ja, wir haben Hotel. Oh, hier, all inclusive oder was gönnen sie sich daher? Ich glaube vier Sterne hat er das. Ja, gut, das ist ja. Ist ja noch okay. Zwei Nächte oder was? Ja, genau. Und dann, zwei Nächte, zwei Fußballspiele. Und ab dafür. Das war's eigentlich auch. Mehr Plan ist da nicht. Aber auch so ein bisschen Mailand angucken, oder? Ja, das können wir dann halt Mittwoch machen. Nee, nicht Mittwoch, Donnerstag. Wenn ihr abreist wieder, oder? Nee, also wir fahren morgen los, das Dienstag. Morgen Abend fahren wir los, dann sind wir Mittwoch Mittag, nach Mittag ungefähr zu Hause, sag ich. Dann sind wir da. Und abends ist dann das erste Spiel. Da ist wahrscheinlich erstmal Hotel und erstmal ein bisschen entspannen und dann ist das erste Spiel und dann ist auch schon Nacht und dann Donnerstag sind wir den ganzen Tag da, das abends noch ein Spiel und Freitag fahren wir schon wieder nach Hause. Also wir haben eigentlich nur Donnerstag da. Knackiger Plan. Ja, aber das ist ja auch nicht Urlaub, sondern wir sind ja da, weil wir saufen wollen. Oh. Und saufen. Und saufen. Drogen und Weiber. Fußball. Kannst du dann auch mal erzählen, dass ihr wegen dem Fußball da seid? Okay.
Nein, natürlich kein. Koks und Nutten. Okay. In Mailand? Wäre das nicht viel, viel smarter, das irgendwie in Holland zu machen oder so? Thailand oder so. Aber Thailand kann gefährlich sein. Thailand ist aktuell nicht. Wobei. In Thailand ist nicht China. China? China. Oder sagst du China? Nee, China. China. Ist das so ein China-Sager? Nein, ich bin ein China-Sager. China geht ja gar nicht. Sollen wir vielleicht einfach weiterfahren? Das ist wie Chemie. Warum? Ich weiß jetzt, ich bin jetzt auch hier so ein bisschen rumgelaufen. Ich sehe vielleicht auch kein richtiges Riff. Da hinten dachte ich, da wo ich hinkomme. Oh Gott, das seht. Ja, das Boot ist. Warte mal, ich guck mal. Ja, da hinten ist was. Ja, da hinten ist was. Wenn du unter Wasser bist, siehst du es. Ah, oh, oh. Ja. Oh. Ja, da siehst du was. Wo ist der Hai? Da ist er. Komm her, Bruce. Aber ich versuche gerade, ich habe eine Kerzenflasche geangelt hier. Das ist natürlich jetzt praktisch. Ich würde den Hai gern angreifen, so. So, wenn er stirbt und so, wäre natürlich geiler, ne? Bin aber nicht schnell genug. Ich krieg halt auch nicht die richtigen Fische gerade. Einen Köder konnte ich bauen bisher. Warte mal. Was brauchen wir denn? Kann man den vielleicht mit Pfeilen und Bogen killen? Boah, ja, oh, guck mal. Ich probier's mal. Der hat aber auch schon einige Hits. Der müsste. Ah ne, der eine ist bald gerade gestorben, ne? Das ist ein neuer. Ja, das ist ein neuer. Das ist natürlich belastend. Ich guck mal, was das so kann, so ein Bogen. Und dann mach einfach Steinpfeile als erstes, ne? Erstmal gucken, ja, Steine haben wir genug. Ob man den überhaupt treffen kann, den verrückten Mauro. Wo ist er denn jetzt? Hier bei mir rechts, schwimmt gerade unterm Floß lang. Ne? Kannst du unter Wasser wahrscheinlich gar nicht schießen, ne? Ich habe den Pfeil auf jeden Fall wieder eingesammelt. Jetzt habe ich nur noch halbes Leben. Also ich kann damit kann ich bestimmt die Möwe killen oder so. Ja, Möwe kannst du mit killen. Also ich habe jetzt das Meer leer geangelt und konnte einen Köder bauen. Hi! Der hat einen Pfeil in sich jetzt. Soll er mal kommen hier? Oh, ich bin ein armes Opfer im Wasser. Oh Gott, er kommt, Goro. Oh Gott. Oh Gott, ist der schnell, wenn der dich auf einmal anvisiert. Das Ding ist halt, im Wasser ist er... Ist er der King? Ist er der King. Das ist meine Angel wieder heile. Interessant. Also, heile. Ich dachte, sie wäre gerade kaputt, oder? Ich habe aus Versehen gewechselt. Ha. Also mit Pfeilen kann man den schon mal nicht killen. Wahrscheinlich, wenn er anbeißt, aber so. Ja, ich habe ihn ja eben. Vielleicht kann ich die Möwe killen, so. Die Möwe ist unser wahrer Feind. Das ist das Problem hier. Nee. Dafür schieße ich zu schlecht. Du hast keine Angel mehr, ne? Wir bräuchten noch einen Fisch, um einen Köder zu bauen dafür. Nee, ich habe keine Angel. Aber gleich habe ich eine. Brauch Seile. Brauch Blätter. Unsere Blattkiste da. Hohe Makrele. Ich krieg nur Makrelen und Barsche. Eine Brasse brauchen wir noch oder einen Hering. Ja, kriegen wir. Du kannst ja schon mal ableiten hier. Okay, ich leite ab. Bruce, komm her. Lass uns ableiten. Bis dahin, bis zur nächsten Folge hat Goro jetzt bestimmt den nächsten Fisch gefangen. Ich hau mir hier eine Wassermelone rein. Was? Und hast du? Wieder deine die Melone beißt. Das ist geil. Und ja. Tschüss. Bis zur nächsten Folge. So. Einen alten Schuh habe ich. Tschüss.